meine Followers, ich bin Niklas. Und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Guck mal, du hast gerade voll den Shot ruiniert, gell? Oh, wow. Ich sag nichts mehr. Ja, Mama ist noch nicht so an das Vlogger-Life gewöhnt. Und wir natürlich schon. Ja, natürlich. Das ist mein erster Vlog. Mein erstes richtiges Video nach der New York-Überraschung. Touché. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zum Flughafen und dann sind wir jetzt 2 Wochen in New York. Oh, das wird echt cool. Da haben wir schon mal drüber geredet. Wenn ihr euch fragt, wie es zu dem Ganzen kam, dann klickt doch einfach mal da oben irgendwo hin. Da. Und schaut es euch an. Oder so. Warum sind wir nicht einfach den kurzen Weg gelaufen? Toll. So Leute, wir sind jetzt hier gerade angekommen. Am Flughafen haben wir jetzt unser Gepäck abgegeben und haben jetzt noch abgepackt. Wir sind durchgekommen durch die Kontrolle und müssen jetzt hier rein. Zum Gate fahren wir jetzt und was macht ihr da? Vielleicht noch was essen. Ja, gerade gegessen. Du hast gerade Hunger. Also falls ihr euch alle gefragt habt, wie das Vloggen aussehen wird in New York die nächsten 2 Wochen, wahrscheinlich werden wir unser Zeug immer irgendwo meterweit von uns stehen lassen und dann wird uns alles geklaut und wir haben nichts mehr außer den Sachen, die wir anhaben. Wie finden wir das? Noemi. Ja. Nein. Okay, ich komme ja schon. Was denn? Ich bin irgendwie zu langsam, ich werde so sehr verloren gehen. Also ich will ja nicht sagen, gell? Aber das Spiel Argentinien-Kroatien kann ja eh gar nichts machen. Jetzt schon. Für wen seid ihr so bei der WM? Schreibt mal runter in die Kommentare, würde mich interessieren. Hallo, talk about healthy. Seriously? Hallo, Mama hat doch gesagt, ich soll nicht fett werden. Lol. The best footage ever. Watching Noemi eat. Will du die auch mal? Und dann komme ich. Jetzt warten wir gerade noch auf unseren Flugstopp. Wir fliegen so in einer Stunde und dann geht's weiter. Also Hauptsache, wir waren jetzt schon 10.000 Stunden vorher da. Aber sind natürlich mal wieder ein bisschen im Stress, weil wir jetzt irgendwo anders gewartet haben und uns da eingenistet haben. Ja, und jetzt, ne, müssen wir halt mal zu dem Gate, wo wir wirklich hin müssen. Gell? Ja. Sehr gut, aber das schaffen wir schon. Bis gleich. Also wie ihr sehen könnt, sind hier ganz viele Menschen. Und wir sind auch hier, aber ein bisschen zu spät. Aber mei, Hauptsache wir waren 10 Stunden vorher da, gell? Super, gell? Super. Super. Super.
Bist du happy? Okay, also Leute. Boarding completed. Also Leute, Boarding ist completed. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Wolf Sulzer, ich bin Ihr Kapitän. Okay. Ladies and gentlemen, just for your information, the ground staff has found a blue neck support. Also jetzt nochmal. So aufregend. Ich freue mich so hart. Du? Es wird so cool. Es ist so unnormal irgendwie. Und es wird einfach so richtig krass. Wir haben einen coolen Platz ergattert. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Hier vor dem coolen Fensterplatz. Und oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Vor allem, ich bin bisher nur dreimal geflogen. Also einmal geflogen, hin und zurück. Also das ist jetzt mein drittes Mal sozusagen. Ich bin erst zweimal geflogen und das ist so aufregend. Wir freuen uns. Und wir sind, also das haben wir gerade schon in Ihrem Blog gesagt, wenn ihr Ihren Blog noch nicht gesehen habt, dann schaut den gleich nach diesem Blog hier an. Dort um 19 Uhr, also New Yorker Zeit, laut deutscher Zeit ist es 1 Uhr und ja. Schon wieder? Immer noch? Die ganze Zeit? Man weiß es nicht. Oh, Leute, ich bin gerade so aufgeregt. Das ist gerade so cool. Oh mein Gott. Ich freue mich gerade so hart. Jetzt juckt es gar nicht irgendwie so gefühlt. Oh Leute, gleich geht's los. Den ich mein Leben nenne. Freut mich, dass du dich amüsierst. Ja, also liebe Noemi, es tut sich doch was. Kennt ihr das, wenn man so müde ist? Wie spät ist es in unserem Kopf? 10 vor 10 Abend und wie spät ist es in Wirklichkeit? Wir gehen schon ganz falsch um mein Leben. Okay, genau, also hier
hier haben wir den Amazonas. Und da, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen. Da unten, dieser kleine Teich, das ist der Nil. Falls Sie noch Fragen haben. Amazonas. Genau, und da, das ist. Weiß ja jedes Kind. Aber Fragen, einfach Fragen, gell? Aber gleich sind wir da. Jetzt kommt's dem näher, wie wir es uns vorgestellt haben. Hier. Davor gar nicht. Oh mein Gott. Steht da wirklich? Oh mein Gott, kann man das lesen? Schau mal, die Allianz Arena. Cool. Wir sind im Kreis geflogen. 8,5 Stunden lang. Yay. Ich glaube, ich sehe das Empire State Building. Kann das sein? Ja. Einfach, Leute, es ist einfach so verrückt. Wir sind einfach da. Wir sind einfach da. Die Kamera wegpacken. Was steht da? No photos? That's a video. Okay, schnell weg. Also, wir sind jetzt hier gerade angekommen und warten jetzt gerade auf unseren Uber und melden uns dann, was wir warten, wieder. Das war alles ein bisschen stressig. Der Doppelblock. Kannst nicht glauben, es ist so. Scheiße. Es gibt alles. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. So als krass. Hätte der liebe Otis, also unser Vermieter, der uns gerade hier alles gezeigt hat. Otis ist so cool. Krass. Wirklich alles, was man sich wünschen könnte, so genommen und einfach hier reingepackt. Praise Otis. Praise Otis. Er ist einfach so der niceste Dude, er den so wir cool. hier getroffen haben. So cool. Gut, er ist auch der einzige Dude, den wir getroffen haben. Ja, vorhin beim Flughafen, da war alles noch ein bisschen sehr stressig und so. Ja, und mit dem Uber-Fahrer. Und der war auch sehr gesprächig, muss man sagen. Er konnte, glaube ich, keine anderen Wörter außer thank you und sorry. Konnte und er. Und no problem. Der war irgendwie richtig. Ich dachte, jetzt kriegen wir so einen Uber-Fahrer, der uns ein bisschen was erzählt von der Stadt. Nee, aber finde ich auch gut. Er hat die Klappe gehalten und die Stadt hat so für sich gesprochen. Ja, er macht so sein Ding. Mich vielleicht auch ein bisschen genervt, wenn dann einer da gewesen wäre, der uns so voll gelabert hätte. Ja, stimmt schon. Ja, war schon ganz gut und vor allem, weil wir jetzt so müde waren und hungrig. Okay, ich habe mich jetzt gefühlt schon 10.000 Mal verabschiedet, aber... Jetzt gehen wir endlich mal ins Bett. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Vlog vorbei, um zu sehen, was wir als nächstes machen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn nicht, auch gut. In dem Sinne... Ich fand, dass es nicht gefallen. So ist es. In dem Sinne... Wir sehen uns.